ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Woche von Homeworkouts. Wie ihr seht, wir gehen hier Hightech. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt noch besser und ihr könnt euch noch besser auf meine Stimme und wahrscheinlich auf meine schwere Atmung konzentrieren. Aber, wie gesagt, Lauscher auf, Augen auf, ich zeige euch, was wir heute machen. Wir starten wie immer mit einem kleinen Warm-up. Das Warm-up sieht wie folgt aus. 3 Runden, wir starten mit 10 Inchworms. Das heißt, mit gestreckten Beinen laufen wir mit den Händen nach vorne, so lang wie möglich. Und wir laufen zurück. In dem Fall 10 Stück. Ihr könnt nach dem 10. Mal gerne unten bleiben, denn wir halten 30 Sekunden einen Plank Hold. Hier könnt ihr gerne mit gestrecktem Arm halten oder ihr kommt auf eure Ellbogen. Und wir halten die Plank für 30 Sekunden. Dann bleiben wir hier, legen uns auf den Boden, Arme nach vorne, Füße wegstrecken und halten 30 Sekunden den Arch. Also die sozusagen hochgestreckte Superman-Position. 3 Runden, dann seid ihr aufgewärmt. Und ihr habt die Möglichkeit, vorher natürlich, bevor wir ins Workout zu gehen, ein, zwei Mal über Bewegung drüber zu gehen, um euch dahingehend noch ein bisschen aufzuwärmen. Denn wir starten mit einem One-Leg-Deadlift. Wie sieht das Ganze aus? Wir machen insgesamt 6 Runden mit jeweils 3 Minuten komplett ohne Pause durch. Das heißt im Endeffekt wie ein Imam. Ihr versucht aber immer eine Minute komplett aufzufüllen pro Bewegung. Mit One-Leg-Deadlift sollen wir starten. Ihr könnt einfach schauen, was ihr für ein Equipment zu Hause habt. Ihr könnt einen Matball nehmen, ihr könnt eine Plate nehmen, Kettlebell, Dumbbell, alles was da ist, geht. Nehmt euch ein Objekt eurer Wahl und wir machen One-Leg-Deadlifts. Das heißt, wir wollen uns nach hinten wegbewegen, ein Fuß geht nach hinten. Der andere, über den wird alles bewegt. Das heißt, hier schön feststehen. Wenn ihr das Ganze ohne Schuhe machen wollt, dann geht auch das. Mit Schuhen kommt ihr so ein bisschen von links nach rechts, was auch sehr gut ist für die Übung. Wenn ihr Schwierigkeiten damit habt, auf einem Bein zu stehen, dann nutzt das als Chance. Und ja, achtet darauf, dass die Brust gerade bleibt, Schulterblätter zusammen. Und je mehr ihr die Hüfte nach hinten wegschiebt, desto leichter ist es für euch, den Rücken gerade zu lassen. Eine Minute lang. Dann kommen wir in eine Minute Tuck-Ups. Für wen das zu einfach ist, ihr könnt auch gerne V-Ups machen, aber glaubt mir, das Workout ist lang genug. Demnach macht euch die Tuck-Ups hier ein Stückchen schwerer, indem ihr immer aus einer Hollow-Position startet. Wenn das zu schwierig ist im Liegen, komplett ablegen und hochkommen. Das Gute zum V-Up ist, ihr könnt die Knie einknicken, ihr wollt an eure Knöchel kommen. Ihr macht eine Minute so viele Tuck-Ups wie möglich. Und die dritte Minute sind Handstand-Push-Ups. Hier kommt es natürlich sehr darauf an, wie gut seid ihr in Handstand-Push-Ups. Das heißt, ihr müsst für euch gucken und skalieren, was kann ich schon und womit kann ich mich eine Minute lang bewegen. Eventuell sind es normale Push-Ups. Eventuell wollt ihr es ein bisschen schwerer machen und ihr macht Hand-Release-Push-Ups. Wenn ihr da schon relativ gut drin seid und ihr sagt, okay, ich möchte gerne mehr an meiner Überkopfbewegung arbeiten, dann habt ihr hier die Möglichkeit, in eine Pike-Position zu kommen. Das heißt, ihr kommt sozusagen mit euren Händen und Füßen so eng wie möglich zueinander, Kopf runter und Kopf zurück. Achtet hier drauf, dass ihr wie so eine Dreiecksposition bildet, also der Kopf geht nicht direkt zwischen die Hände, sondern ein bisschen weiter davor. Wenn er zurückkommt, schiebt ihr euch wieder nach hinten weg, Schulterblätter wieder zusammen. Oder ihr arbeitet mit ein paar Abmats. Da habt ihr die Möglichkeit auch für euch zu gucken und zu skalieren, je nachdem, was ihr hier machen könnt. Kipping ist, glaube ich, die beste Variante, um eine Minute euch zu bewegen. Ihr könnt strict machen, aber die Frage ist, wie viel könnt ihr strict am Stück? Dann würde ich lieber schauen, wenn ihr 6 Runden davon macht, ihr müsst 6-mal eine Minute machen, dass ihr lieber Kipping macht und dadurch ein bisschen mehr Wiederholung schafft. Oder ihr startet zum Beispiel mit strict und geht dann in Kipping über. Euer Score ist alle Reps zusammengezählt. Wir wollen also wissen, wie viele Reps habt ihr gemacht in diesen 6 Runden, a 3 Minuten, also 18 Minuten. Und wie viel Gewicht habt ihr genommen? Also was für ein Gewicht habt ihr für die Deadlifts genommen? Um ein bisschen runterzukommen, um euch ein bisschen zu stretchen, kommt zum Boden.
bringt einen Fuß so eng wie möglich an euren Oberschenkel heran, Knie drückt sich runter. Ihr kommt mit dem Oberkörper Richtung Fuß. In dem Fall könnt ihr den Fuß greifen, Knöchel greifen, je nachdem, wo ihr rankommt. Könnt einen Hurdler-Stretch machen für 2 Minuten und gerne klassische Toe-Touches, das heißt beide Beine nochmal ausstrecken danach. Hier ist immer wichtig, dass der untere Rücken gerade ist. Es geht gar nicht darum, wie eng meine Brust da dran kommt, sondern wirklich, wie gerade bin ich im unteren Rücken und kann mich trotzdem nach vorne strecken und lehnen. Das ist das Workout für den Montag. Schreibt uns drunter, wie es euch gefallen hat und wie viele Reps ihr gemacht habt. Wir sind gespannt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.